Damian Fuentes Sanchez jagt Produktpiraten. Der Chef der spanischen Spezialeinheit im Keller der Polizei. Hier liegt seine Beute. En este almacén tenemos almacenadas parte de la mercancía intervenida. En muchos casos. In dieser Halle haben wir einen Teil der beschlagnahmten Ware gelagert. Waren aus ganz verschiedenen Bereichen. Material falso de la marca Nokia. Hier haben wir zum Beispiel gefälschte Produkte der Marke Nokia. Diese Hüllen und Akkus, die wurden nach Spanien in Verpackungen gebracht, die absolut echt aussehen, um den Zoll zu täuschen. Aber die Überraschung kommt dann, wenn sie hier sind. Dann wird dieses Etikett abgezogen und dann verkaufen die Kriminellen die Akkus als echte Nokia-Produkte. Wir wissen von Unfällen in Belgien von Nokia-Besitzern. Deren Handys sind explodiert, weil sie diese falschen Akkus benutzten. Die hatten eine falsche Stromstärke. Hier haben wir verschiedene Beispiele aus dem Textil- und Lederbereich. Das sind Taschen der Marke Louis Vuitton. Diese Teile sollten auf der Straße verkauft werden. Es gibt aber auch andere Fälschungen, wie zum Beispiel diese von Loewe. Loewe ist eine spanische Prestigemarke von Lederwaren. Solche Taschen, die werden bei Treffs von Frauen der feinen Gesellschaft, sogar Aristokratinnen, verkauft. Kundinnen mit sehr viel Geld, die sich eigentlich sehr viel leisten können. Die elitäre Leitkultur der Mode definiert sich über Exklusivität. Nur wenige sollen sich die Haute Couture leisten können. Doch mit der Raubkopie verblasst dieser Glanz. Viele mit wenig Geld greifen zur Kopie. Und selbst die Reichen entdecken die kriminelle Sparsamkeit, indem sie nicht im Geschäft einkaufen, sondern auf Privatpartys dem Original ein Schnäppchen schlagen. Beim Kauf zu Hause macht sich der Konsument zum Komplizen der Produktpiraten. Spanien ist das Haupteinfallstor in Europa für Produktpiraten. Hier in Valencia zum Beispiel entern sie mit ihren illegalen Waren den Markt. In diesem spanischen Hafen werden 2,3 Millionen Container im Jahr umgeschlagen. Pro Tag sind das 6.300 Container. Der Zoll kontrolliert gerade mal 0,5% der Fracht. Im Gegensatz zur Drogenfahndung können keine Spürhunde eingesetzt werden. Die Fälschung hat keinen spezifischen Geruch. Das heißt, bei Verdacht öffnen die Beamten einen Container und durchsuchen ihn komplett. Bei einer Ladung aus China ist ganz pauschal Spielzeug angegeben worden. Das ist dem spanischen Zoll zu allgemein. Jede Kiste wird ausgepackt. Und dann finden die Ermittler die wahrscheinlich berühmteste Maus der Welt, ohne dass auf dem Karton Walt Disney draufsteht. Wer ohne Lizenz Mickey Mouse herstellt, bekommt mächtig Ärger mit dem amerikanischen Konzern. Weit häufiger werden allerdings namhafte Brillenhersteller geschädigt. Die Chefin des Zolls begutachtet eine Kopie einer Dior-Sonnenbrille. Für Laien ist sie praktisch nicht als Fälschung zu erkennen. Exklusive Mode zu Schnäppchenpreisen ist ein Massenmarkt geworden. Die Kopien sind so gut, dass der europäische Konsument sie gerne kauft. Die Zolllager in Europa sind übervoll mit Produkten der Markenpiraten. In den letzten 8 Jahren hat sich die Zahl der entdeckten Fälschungen mehr als verzehnfacht. Und das, obwohl hier eben nur 0,5% der Waren kontrolliert werden. Eine seriöse Hochrechnung, wie viel unentdeckt bleibt, ist deshalb nicht möglich. Immerhin bei einem konkreten Verdacht, das sind meist unpräzise Zollpapiere, ist die Trefferquote hoch.
Ich kann keine genauen Zahlen nennen, aber wir finden sehr viel. Unsere Erfolgsquote ist gut. Ich kann keine Prozentzahlen angeben, weil ich die nicht kenne, aber sie sind hoch. Verlassen die gefälschten Produkte den Hafen, zerstören sie viele hunderttausend Arbeitsplätze in Europa. Der Schaden wird pro Jahr weltweit auf 400 Milliarden Euro geschätzt. Die spanische Spezialeinheit gegen Produktpiraterie versucht mit sehr hohem Aufwand, die Zwischenlager aufzuspüren. Denn die organisierte Kriminalität ist in dieses Geschäft dick eingestiegen. Mit gefälschten Fanartikeln von FC Barcelona und Real Madrid zum Beispiel lässt sich mehr Geld verdienen als mit Drogen. Diese Untersuchung betrifft eine Gruppe indienstämmiger Bürger. Die haben aus verschiedenen südostasiatischen Ländern gefakte Merchandising-Produkte eingeführt. In diesem Fall Fanartikel von Fußballclubs. In diesem konkreten Fall haben wir in einer Lagerhalle in einem Industriegebiet bei Madrid so viel Ware gefunden, dass man damit 16 große Lkw füllte. Man kann deutlich sehen, welche Massen von Material hier beschlagnahmt wurden. Alles gefälscht, alles ohne Lizenz. In Madrid werden die Fälschungen zum Teil in den Straßen verkauft. Die illegalen Händler postieren sich gerne in der Hauptshoppingmeile, damit der direkte Preisvergleich die Käufer schwach macht. Die Straßenverkäufer haben Komplizen, Obdachlose zum Beispiel, die Schmiere stehen und warnen, wenn die Polizei das lukrative Geschäft stören will. Es gibt halt Sachen, wo sie halt nicht drüber informiert sind, wann die hier zu welchen Uhrzeit auftauchen. Und dafür gibt es Leute wie mich, sag ich mal, da ich auch einer von der Armut bin, wenn man es ganz offen ehrlich sagen soll, dass ich so fair bin und die Leute informiere. Und dafür wird mir einigermaßen Geld gut bezahlt. So, sag ich mal 10 Euro, 20 Euro am Tag. Gewarnt rennen sie davon. Sie haben allerdings weniger Angst davor, wegen des Handels mit gefälschten Produkten vor Gericht zu landen, als vielmehr des Landes verwiesen zu werden. Die meisten von ihnen sind illegal in Spanien eingewandert. Die Polizei in Madrid hat die meisten Verkäufer der Produktpiraten von den Straßen verdrängt. Ihre starke Präsenz hat das Risiko erhöht, entdeckt zu werden. Doch es ist nur ein Teilerfolg für die Polizei. Denn der Handel mit den Fakes hat sich von den Straßen in Privatwohnungen verlagert. Damit ist endgültig eine Komplizenschaft zwischen Produktpiraten und Konsumenten entstanden. In Privathäusern wird sehr viel umgesetzt. Mal abgesehen von CDs und DVDs wird dort auch gefälschte Markenkleidung verkauft. Da ist es viel schwieriger, jemanden zu erwischen. Man muss versuchen, einen Käufer zu stellen, wenn er gerade aus der Wohnung mit gefakter Ware rauskommt. In Privatwohnungen kommt man nur mit richterlichem Beschluss rein. Ohne den kannst du gar nichts machen. Die Polizei patrouilliert in den Straßen, aber nicht in den Tapas-Bars. Zum einen sind auch die juristisch so etwas wie Privatbereich. Andererseits kann nicht in jedem Restaurant ein Beamter abgestellt werden. Händler mit illegaler Ware wissen das. Früher oder später tauchen sie zum Beispiel mit raubkopierten Musik-CDs auf. Das Stück für 2 Euro, statt 7 bis 20 im Laden. Sie kauft gleich 10 Stück. Ganz selbstverständlich wird das